EA Po Productions liest Hans Dominik, der Brand der Cheops-Pyramide. Heute, Kapitel 17. Der 18. Juni, ein Schicksalstag für Europa und für Amerika. Noch fieberte Europa in der Aufregung über das Rätsel von Montgomery Hall, als die amerikanische Regierung schon eine Armee von Arbeitern an die Felle warf, um wiederherzustellen, was die entfesselte Energie dort zerstört hatte. Eine schwere und gefährliche Arbeit, da ja die Kraftwerke stilllagen, die Energie für den Betrieb der Baumaschinen und die Beleuchtung der Baustelle behelfsmäßig erzeugt werden musste. Aber schon in der Nacht vom 18. auf den 19. Juni begannen sich dort die Trommeln der ersten Betonmischer zu drehen und den Baustoff zu liefern, mit dem man das geborstene Gebirge wieder flicken und verkitten konnte. 8 Tage und Nächte heißer, unermüdlicher Arbeit. 8 Tage und 8 Nächte, in denen die amerikanische Presse sich in Vermutungen und Prophezeiungen überbot. Europa, das altersschwache Europa, was hat es denn geleistet? Nichts, wenigstens nichts Greifbares. Montgomerys Apparat verschwunden, die Riggerswerke immer noch im Stadium der Vorversuche. Von Amerika musste das Heil kommen. Nur hier war es zu erwarten. Im Stollen Jeffersons, dort in der Felswand an den Fällen, da würde man die Lösung des Problems finden. Und nun war es soweit. Jetzt endlich waren die zerklüfteten Felsen geflickt und gestützt. Jetzt konnte man es wagen, in den Stollen einzudringen. Eine kleine, sorgfältig in Washington zusammengestellte Kommission. Regierungsbeamte und Physiker, sie alle eidlich zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet. Die schimmernde Juninacht lag über dem Strome. Meilenweit dröhnte der Donner der frei herabstürzenden Wassermassen durch das Land, als die Kommission beim Lichte der Scheinwerfer in den Stollen eindrang. Ein schmaler, gebundener Felsgang, so niedrig, dass sie sich bücken mussten, als sie ihn durchstritten. Rau und rissig die Felswände. Und dann nach einem Weg von 100 Metern am Ende des Ganges die eigentliche Arbeitskammer, in der die riesige Energie gewütet hatte. Glasig waren die Felswände hier zusammengeschmolzen. Gelblich-goldig schimmerten das Gestein unter den Strahlen der kräftigen Scheinwerfer. Es blendete und verwirrte die Augen und Sinne derer, die es betrachteten. Was war das? Gold? War es doch geglückt? War es Jefferson doch gelungen, wenigstens das Quecksilber in Gold zu zerschlagen? Hatte der unter dem Überschwange der Energie entweichende Golddampf sich hier auf den schmelzenden Felswänden niedergeschlagen und diese Märchengrotte geschaffen? Mit Gewalt rissen die Männer der Wissenschaft sich von dem zauberhaften Eindruck dieses Bildes los. Mit den unbestechlichen Mitteln ihrer Wissenschaft prüften sie das schimmernde Mineral. Das Gold war Truggold. Unter der übermächtigen Gewalt der entströmten Energie erglühend und verdampfend hatte sich das Kupfer des Apparates mit dem Schwefel des Felsens zu jenem goldgleißenden Mineral verbunden, das schon so manche Goldgräber narrte und trug. Das stand nun fest. Aber wo war das Quecksilber geblieben? Wie hatte die Riesenkraft der Fälle darauf gewirkt? Sie forschten und suchten weiter, und ein Zufall war ihnen günstig. Dort, in einem Winkel der Felskammer, wo der Boden eine Tasche bildete, fanden sich Überreste des flüssigen Silbers. Wenig nur, aber das wenige unverändertes reines Quecksilber. In der Gluthitze, die der Strom hier erzeugte, war es verdampft. Als der Fels zerriss, als die Wasser hier einbrachen und Kühlung brachten, hatte der Quecksilberdampf sich wieder niedergeschlagen. Unverändert, unverwandelt, trotz der Höllenenergie, die hier tobte. Aber es war kaum der 1/10 jener Quecksilbermengen, die Jefferson in den Stollen eingebracht hatte. Wo war der Rest geblieben? War er dampfförmig durch die Risse des aufspaltenden Gebirges entwichen? Hatten die einbrechenden Wassermassen ihn mit hinweggespült? Oder war der Versuch hier doch gelungen? Waren etwa doch die Atome dieser fehlenden Quecksilbermenge in leichtere Metalle zerschlagen worden? Steckten sie doch vielleicht dort in dem Truggold der Wände? Die Kommission konnte die Antwort auf diese Fragen nicht geben. Sie musste sich pflichtgemäß an das halten, was erweislich vorhanden war. Und so lautete ihr Urteil.
Der Versuch Jeffersons hat keinen Erfolg gehabt. Auf dem Wege, den er vorschlug, ist die Atomenergie nicht zu gewinnen. Eine Woche noch gelang es der amerikanischen Regierung, dies Gutachten geheim zu halten. Dann gelangte es auf unkontrollierbaren Wegen zur Kenntnis der Öffentlichkeit und wirkte sich an den Börsen der ganzen Welt aus. Die Kurse der Kohlenwerte, der Kraftwerte, seit Wochen wankend und nachgebend, wurden plötzlich fest und gingen sprunghaft in die Höhe. Nur noch ein kurzes Zwischenspiel schien vielen jetzt das ganze Problem der Atomenergie zu sein. Ein Intermezzo freilich, bei dem an den Börsen Milliarden verloren und gewonnen worden waren. Ich, ey.